Ja, jetzt kommen wir vielleicht zu einem der wichtigsten Themen in dieser höherdimensionalen Analysis, nämlich der Entsprechung vom Satz von Taylor. Ja, ich meine, diese ganze Theorie ist ja sehr schön, aber was wir im Endeffekt eigentlich wollen, ist ja insbesondere, dass wir für Funktionen auch approximative Darstellungen angeben können und dass wir den Fehler, den wir dabei machen, auch kontrollieren können. Und im Eindimensionalen war das ja der Satz von Taylor, der das uns wirklich erlaubt zu machen. Und ich erinnere nochmal an die eindimensionale Taylor-Formel und dann wollen wir sehen, ob wir sowas auch im Höherdimensionalen machen können. Also erstmal Erinnerung an die eindimensionale Taylor-Formel. Ja, was sagt die? Also da betrachten wir eine Funktion von R nach R, eventuell auch nur auf dem Teilgebiet definiert, aber lassen wir es mal bei R plus ja, auf ganz R. Und die will ich jetzt entwickeln, und zwar in Potenzen nach dem Argument. Und wenn ich halt bis zur Kartenpotenz gehen will, dann muss ich halt Voraussetzungen machen an die Differenzierbarkeit. Und die richtige Voraussetzung ist, das Ding soll k plus 1 mal differenzierbar sein. Aber wichtig war da natürlich diese stetige Differenzierbarkeit. Nicht? Also die k plus erste Ableitung muss nicht nur existieren, sondern das soll auch eine stetige Funktion sein. Nicht? Aber das sind Voraussetzungen, die sind normalerweise auch gegeben. Das ist nicht wirklich ein Problem. Also das Ding soll k plus 1 mal stetig differenzierbar sein. Gut, was können wir dann aussagen? Dann haben wir halt diese Taylor-Formel. Die gibt uns eine Entwicklung von meiner Funktion um Punkt x. Also im Prinzip brauche ich diese Ableitung in der Nähe von diesem Punkt x, aber ja, ich gucke mir einen Punkt x an und will dann wissen, wie verhält sich die Funktion in der Umgebung davon. Also wenn ich mir dann t wähle, wie kann ich das dann schreiben? Naja gut, dann kann ich das halt schreiben als eine Entwicklung in Ableitung der Funktion. Also der erste Term ist natürlich das, was ich für t gleich 0 habe, dieses f von x. Dann kommt linearer Term dazu, f von x mal t. Dann kommt quadratischer Term dazu, ein halb f2 Strich von x mal t Quadrat und so weiter. Plus der nte Term, das ist 1 durch n Fakultät mal die nte Ableitung an der Stelle x. Also die Ableitung hier nehme ich immer an dieser Stelle x, um den ich die Entwicklung mache. Und der Korrekturterm, den ich kriege, ist dann halt jeweils von der Ordnung t hoch die Potenz, die ich betrachte. Also hier sollte es wahrscheinlich nicht n sein, sondern k. Oder sagen wir, ich mache das Ganze hier n plus 1 mal stetig differenzierbar. Ich mache Entwicklung nach n Term. Gut, das ist die Entwicklung für das Taylor-Polynom nter Ordnung. Ja? Und dann mache ich natürlich einen Fehler. Nicht? Also meine Funktion ist natürlich, wenn es nicht gerade ein Polynom ist, ist es nicht so gegeben. Ich kann es nur approximieren. Also ich habe hier einen Fehler, dem kann ich einfach einen Namen geben. Nicht? Und wenn das alles wäre, dann würde mir dieser Satz nicht viel aussagen. Aber das Wesentliche ist, dass ich auch eine Formel für diesen Fehler habe. Und dieser Fehler, den kann ich im Prinzip in einer ähnlichen Art und Weise beschreiben wie die anderen Terme. Also dieses Restglied, für das haben wir Formeln und da gibt es sogar Alternativformeln und ich gebe die zwei wichtigsten nochmal an. Das eine war eine Integraldarstellung und das andere war eine Darstellung durch eine Ableitung. Also dieses Restglied, wobei das Restglied Rn plus 1 von der folgenden Form ist. Also ich kann es zum Beispiel durch eine Integraldarstellung schreiben. Und das Wesentliche ist halt, dass diese Fehlerdarstellung, die enthalten jetzt die n plus erste Ableitung. Also hier in diesem Taylor-Polynom, da bin ich ja nur bis zur n-ten Ableitung gegangen. Ich habe aber vorausgesetzt, ich habe auch die n plus erste Ableitung und die taucht dann natürlich in diesem Ding hier auf. Ja. Und in dieser Integraldarstellung ist halt dieses Rn plus 1 von t, das ist halt 1 durch n Fakultät und ich integriere hier von 0 bis t über t minus s hoch n.
und dann nehme ich die n plus erste Ableitung. Aber jetzt nicht nur an der Stelle x, sondern ich integriere hier über die Stellen, wo ich das nehme. Ich nehme nämlich hier x plus s und ich integriere über s. Ne? Und s läuft von 0 bis t. Das heißt, ich gucke mir hier alle Ableitungen der Ordnung n plus 1 an, an den Stellen x, an den Stellen zwischen x und x plus t. Okay, okay, und ich kann auch das Ding alternativ schreiben, dass ich sage, das ist einfach im Wesentlichen ein Term von der Gestalt, aber jetzt nicht an der Stelle x, sondern an irgendeiner Zwischenstelle, die auch zwischen x und x plus t liegt. Also alternativ kann ich das auch so schreiben, das ist rn plus 1 von t ist halt gegeben durch 1 durch n plus 1 Fakultät mal die n plus erste Ableitung jetzt an der Stelle x plus Theta mal t hoch n plus 1. Nicht? Also dieser Term hat im Wesentlichen die gleiche Gestalt wie die Terme in meiner Reihenentwicklung. Ja, also ich habe hier, also das ist der Term jetzt für n plus 1. Ich habe hier t hoch n plus 1. Ich habe hier 1 durch n plus 1 Fakultät. Ich habe die n plus erste Ableitung, aber ich habe es jetzt nicht an der Stelle x, sondern an der Stelle x plus Theta. Und das Theta, das kann ich nicht näher spezifizieren. Von dem weiß ich nur, es liegt halt irgendwo zwischen 0 und t. Also was ich hier habe, ist halt irgendein Funktionswert, der zwischen x und x plus t liegt. Also hier für ein Theta mit 0 kleiner, also zwischen 0 und t. Und die Information für beide Formeln ist, weil wenn ich diesen Term abschätzen will, muss ich sozusagen das Verhalten der n plus ersten Ableitung zwischen x und x plus t kennen. Hier habe ich nur einen Punkt da dazwischen, aber da ich nicht weiß, welcher Punkt das ist, gut, muss ich eigentlich für Abschätzung muss ich über alle Punkte dazwischen Bescheid wissen und hier integriere ich über alle Punkte dazwischen. Gut, ja, aber typischerweise habe ich also hinreichend viel Information über diese Ableitung und oft erlaubt mir das, dass ich sogar sehen kann, dass ich diese Taylor-Reihenentwicklung bis ins Unendliche treiben kann und ich dann eine Reihe kriege, die halt wirklich konvergiert, weil dieser Restterm gegen 0 geht. Ja, aber wichtig ist natürlich, dass ich eine konkrete Formel für diesen Restterm habe, ausgedrückt durch meine Funktion, durch Ableitung der Funktion, die ich dann im konkreten Fall natürlich kontrollieren kann. Ja, also ohne diese Restgliedformel hier wäre diese Aussage natürlich witzlos, weil dann wäre das einfach nur eine Definition von Rn plus 1. Ja, und wenn ich gar nichts weiter darüber weiß, dann kann ich damit natürlich nichts anfangen. Gut, und was wir jetzt machen wollen, ist die Frage, können wir das Ganze hier, diese Formel, gibt es davon auch eine Entsprechung im Höherdimensionalen? Nicht? Also was wollen wir angucken? Also wir gucken uns jetzt wieder Funktionen an, die von M-Argumenten abhängen. Und wir gehen einfach nach R. Nicht? Ich meine, wenn ich natürlich wieder nach R hoch N gehe, dann kann ich natürlich Entwicklungen, wenn ich dann Entwicklungen von der Funktion f machen will, heißt es, ich mache Entwicklungen von allen Koordinatenfunktionen und es reicht dann natürlich aus, das für eine zu verstehen. Also ich betrachte wieder ein f, das von m Argumenten abhängt, auf einer Menge u definiert ist, im r hoch m und es geht nach r. Und natürlich die Voraussetzung, dass das jetzt k plus einmal stetig differenzierbar sein soll. Also jetzt wechsle ich anscheinend wieder zu k. Mal sehen, ob das konsistent ist mit dem, was ich später mache. Ich mache nachher eine Summation über k. Also ich ersetze jetzt hier das n durch k, aber das ist egal. Also ich nehme jetzt an, das Ding soll von der Klasse c k plus 1 sein. Nicht? Also es soll k plus 1 mal stetig partiell differenzierbar sein. Also alle partiellen Ableitungen sollen existieren und die sollen auch stetige Funktionen sein. Ja, ich nehme mir dann weiterhin ein x und ein xi im r hoch m und die Frage ist, ob ich jetzt eine Entwicklung um den Punkt x machen kann, wenn ich halt so ein xi dazu addiere. Ja.
Frage ist, kann ich das jetzt wirklich berechnen oder kann ich da eine Formel angeben? Gut, und die Idee ist jetzt, dass ich gar nicht so arg eine höherdimensionale Theorie benutze, sondern dass ich jetzt einfach versuche, den eindimensionalen Satz von Taylor hier zu benutzen und anzuwenden hier drauf. Nicht? Weil was ich hier mache, ist ja, also ich habe ja, ich habe hier mein Gebiet U, ich habe den Punkt X, um den will ich meine Entwicklung machen und ich will mir halt angucken, den Punkt X plus Xi. Ja, ich will also wissen, wie ändert sich meine Funktion, wenn ich von X nach X plus Xi übergehe. Ja, aber jetzt im Höherdimensionalen, da kann ich natürlich in sehr verschiedene Richtungen gehen, nicht? Und die Ableitung beschreibt ja alles Mögliche, was in alle möglichen Richtungen passiert. Aber um das hier zu verstehen, da reicht es ja eigentlich aus zu verstehen, was passiert, wenn ich von x nach x plus xi über diese Gerade laufe. Das heißt, wenn ich hier also einfach x plus t mal xi betrachte und das t läuft von 0 bis 1. Und wenn ich mir das so angucke, dann heißt es, was ich hier eigentlich nur verstehen muss, ist diese Funktion f von x plus t mal xi als Argument von t. Aber t ist ja einfach dann eine Variable, die lebt im Eindimensionalen und ich kann das als Funktion von einer Variable betrachten und darauf kann ich natürlich den eindimensionalen Satz von Taylor anwenden. Also, und die Frage ist nur, ob das alles funktioniert und ob natürlich diese Ableitungen, die ich da brauche im Satz von Taylor, ob die garantiert sind durch diese Voraussetzungen, ob ich die berechnen kann. Aber das ist wirklich der Fall. Nicht? Also wollen wir uns das mal in Ruhe angucken. Also die Idee ist, ich reduziere dieses Problem hier aufs Eindimensionale, indem ich mir halt jetzt nur einen gewissen Teil von meiner Information über die Funktion angucke, nämlich ich definiere mal jetzt eine neue Funktion, die nur von der Variablen t abhängt und es soll einfach f von x plus t mal xi sein. Ja. Und das g, sagen wir, das ist jetzt definiert auf dem Intervall von 0 bis 1. Ja. Das geht nach r, weil das f nimmt ja Werte in r an. Und das hat natürlich an der Stelle 0, hat es den Wert f von x, wenn das t gleich 0 ist, habe ich hier x plus 0, also x. Und an der Stelle 1 habe ich natürlich x plus xi. Ja, okay, also das ist jetzt einfach diese Funktion g, das ist eine Funktion von einem Argument, die hat jetzt die wesentliche Information, die mich eigentlich interessiert. Und auf diese Funktion kann ich jetzt den eindimensionalen Satz von Taylor anwenden. Ja, machen wir das mal. Ja, also was ich wissen will, ist also eigentlich f von x plus xi. Das ist aber nichts anderes als g von 1. Ja, und für g von 1... Das will ich jetzt verknüpfen mit f von x und das ist ja g von 0. Also ich mache für die g mache ich jetzt eine Entwicklung um den Punkt 0 und ich will gucken, was passiert, wenn ich da 1 dazu addiere. Also ich mache jetzt die Taylor-Entwicklung von g um den Punkt 0 und das t, das ich da oben hatte, das ist dieses 1, wo ich hin will. Ja, okay, was sagt die Taylor-Entwicklung von dieser Funktion? Ja, das sagt mir, das ist dann also g von 0. Plus die Ableitung von g an der Stelle 0 mal das t da. Das t ist jetzt gleich 1. Nicht? Also das hier ist quasi das x und das hier ist das t in dieser Notation da. Ja. Dann habe ich 1/2 mal die zweite Ableitung an der Stelle 0 mal t Quadrat, also 1 Quadrat, plus und so weiter, plus und der nte Term. Das ist also 1 durch n Fakultät mal die nte Ableitung an der Stelle 0 mal 1 hoch n, aber das fällt ja weg. Und dann habe ich den Restterm und das ist natürlich dann 1 durch n plus 1 Fakultät. Und jetzt habe ich g hoch n plus 1 und jetzt habe ich das natürlich nicht an der Stelle 0, sondern an dieser Zwischenstelle hier. Das ist dann halt x plus Theta. Das x ist 0, also ist einfach Theta.
ist also die Endeableitung an der Stelle Theta, mal 1 hoch n plus 1, aber das fällt ja wieder weg. Und dieses Theta hier, das liegt jetzt halt irgendwo zwischen 0 und 1. Für ein Theta, über das ich nichts weiß, außer dass es halt zwischen 0 und 1 liegt. Gut, ja, und jetzt will ich natürlich das nicht durch g ausdrücken, sondern wieder durch f. Ja, und natürlich dieser Term g von 0, das ist natürlich schon mal gut, das ist natürlich f von x, das wissen wir ja. Nicht? Aber die Frage ist, was ist mit den anderen? Wie kann ich die jetzt schreiben? Ja, und das ist jetzt einfach, jetzt muss ich einfach die anderen Terme ausdrücken durch f, aber das sollte ja möglich sein, weil das g ist ja eigentlich die Komposition von f mit dieser Funktion hier. Und nach der Kettenregel bin ich in der Lage, diese Ableitungen von g nach seinem Argument auszudrücken durch Ableitung von f nach seinen Argumenten. Und wenn ich das mache, dann kriege ich einfach den mehrdimensionalen Satz von Taylor. Ja, und das wollen wir uns im Folgenden dann in Ruhe mal angucken, was da rauskommt. Nicht? Aber im Prinzip, ja, der höherdimensionale Satz von Taylor ist eigentlich nur eine geschickte Zurückführung auf den eindimensionalen. Natürlich braucht man diese ganze höherdimensionale Theorie, damit man weiß, dass das alles wirklich funktioniert und alles Sinn macht und wohl definiert ist. Und natürlich braucht man die Kettenregel. Nicht? Aber im Prinzip ist es nicht wirklich schwieriger als der eindimensionale. Ja, man muss es nur richtig hinschreiben. Und da ist halt die Kettenregel, die im Hintergrund steckt, die halt all diese verschiedenen Terme gibt. Aber das wollen wir uns dann jetzt gleich noch genauer angucken.